Hallo, mein Name ist Anna, ich bin die Mama von 4 Kindern und zeige in diesem Vlog so ein bisschen unsere Tages-Morgen-Routine. Jetzt seit neuestem auch wieder mit Job, also mit einem Tag im Homeoffice. Wir haben, wie gesagt, 4 Kinder, also die älteren beiden sind 2 Mädchen und sind 8 und 6 Jahre alt und sie sind bereits Schulkinder. Und dann haben wir noch 2 Jungs, hier ist Quinny, der Jüngste, er ist 1,5 und besucht seit kurzem die Krippe. Und dann haben wir noch Timon und er ist 4 Jahre alt. Das ist ein kurzer Homeoffice-Tag von mir, also er startet ganz normal, so wie früher auch. Ich kümmere mich um die Kinder, ich mache sie alle fertig, um das Frühstück. Wenn das dann soweit ist, dass sie mit Frühstück versorgt sind, dann gehe ich nochmal nach oben, lüfte ein bisschen und mache mich selbst auch frisch. Um Zeit zu sparen, habe ich jetzt angefangen, immer öfter am Abend zu duschen, doch gerade die Haare zu waschen, denn dann muss ich meistens auch nicht mehr föhnen. Sie haben noch ein bisschen Zeit zum Trocknen, bevor ich dann schlafen gehe. Sonst fehlt mir diese Zeit in der Früh manchmal ein bisschen. Unsere Kinder sind aber Frühaufsteher, das heißt, wir haben meistens nicht so einen Stress am Morgen. Also alle sind meistens um 6 Uhr schon wach und beschäftigt, haben dann gefrühstückt, ihre Schulsachen gepackt und sind schon am Spielen und haben dafür noch viel Zeit. Ich mache dann noch die Brotdosen und räume ein bisschen die Küche auf und versuche so generell ein bisschen auch vom Boden Sachen aufzuheben, damit ich dann noch den Saug- oder Wischroboter fahren lassen kann. In der Zwischenzeit bringe ich dann die Kinder hin. Ja, wie gesagt, das ist der Fall, wenn ich einen kurzen Tag habe. Also ich arbeite 20 Stunden und habe das Glück, dass ich fixe Arbeitszeiten habe und nur einen Tag die Woche derzeit ins Büro fahren muss. Und die anderen beiden Tage arbeite ich von zu Hause an meinem langen Arbeitstag zu Hause. Also da mache ich 8 Stunden und da kümmert mein Mann sich in der Früh und macht die ganze Morgenroutine und mit den Kindern, damit ich ganz früh schon an den Computer gehen kann und dann möglichst früh auch schon wieder für die Kinder da bin am Nachmittag. Wenn ich nur wie heute 4 Stunden arbeite, also nur bis mittags, da kümmere ich mich am Morgen um die Kinder. Er arbeitet dann schon, dafür holt er dann zu Mittag die Kinder wieder ab. Er arbeitet auch viel von zu Hause und das ist super, man kann sich da wirklich gut aufteilen. Es läuft einfach viel leichter und besser, wenn man eben jemanden hat, der so ein bisschen auch mit einspringen kann, wo man sich dann immer wieder ein bisschen abwechseln kann. Ist natürlich viel schwieriger, wenn man im Schichtdienst arbeitet oder niemals von zu Hause arbeiten kann. Also da bin ich sowieso quasi in einer glücklichen Lage. Und es muss funktionieren und funktioniert auch wirklich gut. Also ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht mit 4 Kindern, ob das ein Unterschied ist zu damals, wie es mit 3 war. Aber es hat sich eigentlich genauso wieder eingefügt. Die Kinder sind ja quasi alle in der Betreuung. Das heißt, ich kann mich dann auch gut konzentrieren auf den Job. Und solange kein Kind krank ist, das ist wirklich das Wichtigste, da läuft es auch ganz gut bisher. Wir haben jetzt den ersten Monat erst, aber der erste Eindruck ist schon mal ein positiver. Wenn dann alle Kinder quasi angezogen sind und ihre Sachen erledigt haben, dann malen sie oft noch was, basteln oder spielen, wie gesagt. In der Zwischenzeit kümmere ich mich noch um den Haushalt, soweit ich komme. Manchmal komme ich weiter, manchmal nicht. Die Brotdosen haben auf jeden Fall Priorität, die werden immer gemacht. Und dann ist es auch schon Zeit, also um spätestens 7:30 verlassen wir dann das Haus, damit die Kinder, auch die älteren beiden, rechtzeitig zur Schule kommen. Und ich muss dann auch schon um 8 anfangen zu arbeiten. Das heißt, hier muss es wirklich zackig gehen und wir dürfen nicht zu spät kommen. Ich habe mit den 4 Kindern also 3 Anlaufstellen, einmal die Krippe, einmal den Kindergarten und die Schule. Aber meistens ist es so, dass die älteren beiden Kinder zu Fuß gehen, wenn es nicht regnet, vom Kindergarten aus, sodass ich sie nur sozusagen rauslassen muss. Und das spart auch ein bisschen Zeit. Und in der Zwischenzeit, während wir nicht da sind, da fährt schon unser Wischroboter. Und wenn ich dann kurze Zeit später wieder zu Hause bin, dann hat er schon ein gutes Stück erledigt. Er ist auch relativ leise und stört mich nicht beim Arbeiten. Nur wenn ich eine Telefonkonferenz habe oder so, dann pausiere ich ihn meistens. Und ansonsten macht er seine Arbeit, während ich auch ein bisschen arbeite.
Wie viele andere wahrscheinlich auch, habe ich zu Hause keinen richtigen Arbeitsplatz, sondern sitze am Esstisch. Ja, jetzt ist inzwischen schon der halbe Morgen vergangen. Ich habe meinen Kaffee getrunken, habe ein bisschen gearbeitet. Was ich immer in einer kleinen Pause zwischendurch mache, ist mein AG1 nehmen. Da ich ja nicht frühstücke, ist das sozusagen meine kleine Morgenpause für zwischendurch und gehört schon ganz fix zu meiner Routine dazu. AG1 ist mein Nahrungsergänzungsmittel aus insgesamt 75 Inhaltsstoffen, bestehend aus Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, lebenden Kulturen, einem Superfood-Komplex. Also das Ganze ist wirklich total abgerundet aus pflanzlichen Inhaltsstoffen, kommt in Pulverform. Ich bin von dem Produkt sehr begeistert. AG1 ist der Sponsor des heutigen Videos und deswegen möchte ich euch auch ein bisschen davon erzählen. Ja, jetzt ist ja schön, aber gerade im Herbst, jetzt wo die Tage schon kürzer sind und man mitten in der Nacht gefühlt aufstehen muss. Also ich bin ja kein Morgenmensch und es ist noch komplett dunkel draußen. Die Kinder sind schon voll da und ich muss dann quasi sofort funktionieren, sofort fit und wach sein. Und seit ich eben das AG1 nehme, das funktioniert jetzt viel besser. Ja, ich habe es gemerkt, dass ich bin nicht nur jetzt fitter, sondern meine Haut ist auch besser geworden. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich in die Knie gehe, dann knackst es nicht mehr in den Gelenken. Also solche Sachen, das hilft mir wirklich quasi die Leistungsfähigkeit zu erhalten, die man so braucht als Mama mit vier Kindern und auch noch jetzt im Job. Ich brauche das halt eben, dass das schnell gehen muss und unkompliziert. Und da ist es wirklich dieses ganze Nährstoffpaket in einer Dosis eben drinnen. Einfach einmal im Shaker vermischen das Pulver, ein Glas trinken, das ist gleich gut für den Flüssigkeitshaushalt und man ist eben mit allen Inhaltsstoffen gut versorgt, die AG1 einem liefert. Falls ihr auch auf der Suche seid nach einem wirklich hochqualitativen Nahrungsergänzungsmittel, das euch im Alltag unterstützt, dann kann ich euch das wirklich sehr ans Herz legen. Beim Abschluss eines Abos, also das ist übrigens jederzeit kündbar und es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie für Neukunden. Da bekommt ihr nicht nur den Aufbewahrungsbehälter und den praktischen Shaker mit dazu, sondern auch noch gratis eine Packung Travel Packs. Die sind eben für unterwegs. Ich nehme sie mir immer mit ins Büro und auch so einmal ein Jahresvorrat an Vitamin D und K. Die gibt es in flüssiger Form. Ja, und wenn es euch interessiert, dann schaut euch das gerne selbst an, die Details. Ich verlinke alles in der Videobeschreibung, also die Webseite und die Infos, die findet ihr dann in der Infobox. Schaut es euch gerne an und probiert es aus. Was mich übrigens total ablenkt beim Arbeiten ist, wenn es bei uns unaufgeräumt ist, da ich auch im Wohnbereich sitze. Also ich versuche wirklich schon in der Früh alles ein bisschen wegzuräumen, sonst bin ich dann wieder verlockt, da irgendwie durch die Gegend zu gehen und Sachen wegzuräumen und dann schaffe ich mein Arbeitspensum nicht und man kommt auch total raus. Aber eine Ausnahme mache ich für die Wäsche, dann zahlt es, wenn mein Computer gerade lädt oder nachdenkt, das zahlt sich wirklich aus, damit sie auch rechtzeitig zum Aufhängen trocken wird oder man eine zweite Maschine noch schafft. Ja, jetzt ist es schon wieder fast Mittag. Ich bin froh, dass mein Mann die Kinder abholen kann. Der arbeitet heute nämlich auch zu Hause. Gerade an meinem kurzen Homeoffice-Tag, da habe ich nur 4 Stunden zum Arbeiten. Da muss sowieso alles sehr geballt vorangehen. Und bevor dann die Kinder zum Mittag heimkommen, ich werde mich jetzt schnell ans Mittagessen machen. Da mache ich oft was Aufgewärmtes aus der Tiefkultur oder so. Dann geht es noch schneller. Aber heute haben wir Besuch. Also die Kinder bringen Freundinnen mit aus der Schule. Und deswegen versuche ich was zu kochen, was wahrscheinlich jedem schmeckt. Das ist bei uns meistens Schnitzel oder Nuggets. Und da wir keine fertigen Nuggets mehr haben, werde ich einen Schnitzel machen mit Reis. Aber auf jeden Fall ist das immer eine Zeitersparnis, wenn mein Mann zumindest die Kinder abholen kann, dann kann ich zeitnah anfangen zu kochen und nicht dann erst Kinder abholen, dann kochen, dann sind sie natürlich schon super hungrig. Aber vielleicht kann ich sie dann motivieren, wenn sie nach Hause kommen, dass sie schnell noch die Hausaufgaben erledigen oder zumindest damit starten und wenn sie dann damit durch sind, dann ist auch das Essen schon fertig. Ja, und wenn ich mich dann ans Essen kochen mache, dann ist für mich auch innerlich so der Arbeitstag abgeschlossen. Das ist so meine Zeit, um ein bisschen umzuschalten von der einen auf die andere Aufgabe, also auf die Familie, auf die Kinder, auf den Nachmittag, den Haushalt. Ich genieße das, dass mein Mann so lange noch die Kinder holt und ich dann in Ruhe quasi noch das Mittagessen machen kann. Und dann fängt eben der trubelige, laute, auch schöne Familienalltag wieder an. Ich habe an dem Tag gemerkt, ich hatte keine Semmelbrösel mehr im Haus und auch das andere, was wir dann als Ersatz oft machen, nämlich geriebenen Parmesan, dann werden es eben diese italienischen Piccata Milanese Schnitzel. Auch Parmesan hatten wir auch nicht im Haus und deswegen habe ich dann in der Not eine Tugend gemacht und dann noch ein paar Salzstangen bzw. Salzbrezeln in dem Fall klein gemacht, im Multi zerkleinerer und daraus eine Panade gemacht. Da muss man die Schnitzel auch nicht mehr salzen und das gibt es ja in letzter Zeit, gibt es ja zum Beispiel auch Fischstäbchen mit Salzstäbchen Panier.
ja, dann habe ich die eben so ausgebacken, den Kindern hat es geschmeckt. Die wollten das sogar nochmal haben, haben sie gesagt. Und dazu gab es noch Erbsen und Mais und eben wie gesagt ein bisschen Reis noch als Beilage. Nach dem Mittagessen geht unser Kleinster, also Quinn, geht dann immer schlafen. Ich bringe ihn dann ins Bett. Die nächsten ein, zwei Stunden sind dann so ruhiger. Da kann ich dann meistens mit den älteren Kindern etwas lesen, spielen, ein bisschen auch mich, meinen Sachen im Haushalt widmen. Ja, wir waren an dem Tag alle draußen, um das schöne Wetter zu genießen. Die Kinder waren im Garten und haben mit ihren Freunden gespielt. Wo sie sich oft mir anschließen, ist beim Blätterriechen. Das finden Kinder auch lustig und die haben auch teilweise wirklich eine super gute Technik, finde ich. Die schaffen da auch wirklich viel. Da haben sie mir noch ein bisschen geholfen und ich habe danach mich wirklich noch einmal auf die Terrasse gesetzt und auch einfach in Ruhe etwas gelesen und die Ruhe genossen. Und dann habe ich noch einmal die Wäsche aufgehängt, die schon durchgelaufen war. Und dachte, ich mache das noch schnell, bevor Quinn aufwacht. Und genau in dem Moment ist er dann wach geworden. Und dann haben wir den Rest noch zusammen fertig gemacht und aufgehängt. Ja, heute ist so ein warmes Wetter. Wir hatten es ja auch schon richtig, richtig kalt. Und jetzt nochmal quasi Sommertemperaturen, die Vögel zwitschern. Ich habe sogar nochmal beschlossen, die Wäsche draußen einmal aufzuhängen. Ja, die Kinder spielen alle draußen. Ich habe auch schon draußen das Wetter genossen. Sie sind alle schon, also die Älteren, schon so pflegeleicht quasi. Sie brauchen mich wirklich nur mal zum, eigentlich ja, zum, wenn sie mal was brauchen, kommen sie zu mir, zum Essen zubereiten und so weiter. Ansonsten sind sie glücklich, wenn die Freunde da sind und sind beschäftigt mit ihnen und spielen alle. Und vom Vlog werde ich mich an der Stelle schon verabschieden. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das macht, ob ihr noch Tipps, Tricks und Kniffe habt, um den Homeoffice-Tag unterzubringen zu Hause mit Kindern oder wie das ihr genau mit einem Arbeitsplatz, wo ihr den zu Hause habt. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und ja, dann sehen wir uns bald. Tschüss!